aus gegebenem Anlass bin ich jetzt gerade unterwegs zu einem Steuerberater, der mir mal erklären soll, was jetzt der richtige Steuersatz für einen Christbaum ist. Ja, da braucht es jetzt nicht lachen, das ist nicht so einfach. Aber da muss ich da einpacken. Saudummerweise bin ich jetzt viel zu früh dran. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da mache. Da weiß ich, vielleicht kriege ich noch eine Leberkaste mehr oder sowas. Schauen da beim Chinesen vielleicht, bei dem Thai-Lokal. Ja, ich werde jetzt mal schnell fragen. Also, filmen hat man jetzt bei dem Steuerberater da nicht dürfen, aber der hat mir ein Merkblatt mitgegeben und ich versuche das jetzt einmal euch zu erklären anhand von dem Merkblatt. Nein, das ist jetzt falsch, weil das sind die Mangliesler von der Tante Traudl. Die gibt es jetzt ja an Weihnachten und die sind so geil. Aber jetzt noch weiter. Zum Beispiel. Also, was habe ich gesagt? Es gilt nicht für Besonderheiten, ist ergeben, wenn ein gebrauchter Weihnachtsbaum, also bei gebrauchten braucht ihr nicht aufpassen, weil der würde im Rahmen der Differenzbesteuerung weiter veräußert, ja. Oder ein Weihnachtsbaum von einem Nichtunternehmer oder von einer gemeinnützigen Einrichtung im Rahmen ihres Zweckbetriebes veräußert. Also dafür gilt jetzt die Checkliste nicht. Ja, die gilt jetzt nur für die normalen, einfachen Fälle. Ja, er hat auch noch gesagt, Importfälle hat er jetzt auch nicht berücksichtigt. Ja. So, also, der Weihnachtsbaum ist einfachster Fall, künstlich hergestellt, also so ein Besenstuhl, ja, mit ein paar so Dinger drauf, ja, Kunststoffteil oder sonst irgendwas, 90% wieder schauen, ganz einfach, so wie das meiste Graffiti, was man im Baumarkt so kriegt. Ja. Aber wenn der artgerecht gewachsen ist, dann wird es schon schwieriger. Ja. Schaut hier, da sieht man das. Ja. Dann gibt es nämlich drauf, ob jetzt den wieder der Baumarkt verkauft, ja, so einen richtigen gewachsenen Baum. Ja. Dann waren das 7%. Ja? Ja. Wenn aber der Landwirt jetzt diesen artgerecht gewachsenen Baum verkauft, dann ist es, muss man unterscheiden. Ja, da muss man unterscheiden, ob der pauschalierender Landwirt ist, ja? Ob der pauschal einfach einen Zehner einsteckt oder so wahrscheinlich, ne? Oder nicht. Und wenn er das nicht ist, dann muss er eine wirksame Optionserklärung haben. Stimmt, da hat er mal was erzählt. Da, die können dort irgendwas optieren, aber ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls gehen wir halt von dem Fall aus, der wahrscheinlicher ist, ja, also dass das ein pauschalierender Landwirt ist, ja, und der Baum ist dann, Achtung, unterscheiden, zufällig irgendwo im Wald aufgewachsen. Kann ja vorkommen, ja, dass so ein Baum einfach mal im Wald wächst, ja, und dann zum Christbaum. Das ist der günstigste Fall, weil da gibt es nur 5,5% Umsatzsteuer drauf. Gell. Wenn jetzt allerdings der Landwirt, gell, ja, diesen Baum in einer, wie heißt das, Sonderkultur, weil Weihnachten Kultur, ja, Sonderkultur, ja, großgezogen wird, dann kostet es 10,7%. Ja. Ja, das ist schon gar. Ja. Da haben wir eine ganze Reihe von Steuersätzen, ja, und ihr macht euch keine Gedanken darüber, wenn ihr den Christbaum kauft. Echt, verstehe ich nicht.